Just a quick reminder today, please refrain from parking outside this stadium. Thank you very much for your cooperation. Ich liebe ja solche Partien. Ich hoffe, Sie auch, liebe Zuschauer. Am Abendspiel, das Flutlicht ist an und ein wolkenloser Himmel. Angenehme Temperaturen, der Rasen in einem idealen Zustand. Zwei Top-Mannschaften in bester Spiellaune. Also tauchen Sie doch einfach mit uns ein in wunderbare Stimmung. Ein sehr interessanter Aspekt dieser Arena. Es handelt sich um ein sehr umweltfreundliches Stadion. Zum Betrieb werden alternative Energiequellen verwendet, hauptsächlich Sonnenenergie. Die Partie hat begonnen. Freistoß River Plate. Okay, das sieht vielversprechend aus. Ein schwacher Pass. Das sieht gut. Hatte nicht lange gedauert, bis sie den Ball zurückerobern. Schon läuft der Gegenangriff. Spiel geht weiter mit Einwurf. Das ist sehr anständiges Pressingverhalten. Was ein tolles Tackling. Nutze die Chance. Genauso läuft man den Gegner heutzutage an. Freistoß River Plate. Der Ball läuft gut. Können Sie was draus machen? Richtig guter Ball. Das könnte klappen. Da ist er vorbei. Der wäre erstmal weg. Gerade so haben Sie das Schlimmste verhindern können. Wunderbarer Einsatz. Ein sensationelles Tackling. Und das in einer solchen Situation. Definitiv keine Selbstverständlichkeit. Sie hätten das hier sauber zu Ende spielen müssen. Da muss ein... Er zieht durch. Oh, wer da durchgeht, doch da. Cristiano Ronaldo hat hier etwas Wichtiges dazugelernt. Du musst bis zum letzten Augenblick voll konzentriert bleiben. Pogba. McTominay. Wie der sich hochschraubt.
eine Glanzleistung des Keepers. Eine brillante Aktion, ausgezeichnete Reflexe. Das sah eigentlich nach einer hundertprozentigen Torchance aus. Jetzt zieht er auf. Er probiert es mal mit dem Heber. Und ab die wilde Fahrt. Das ist Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Das könnte was werden. Ein letzter gefährlicher Moment für den Torhüter, aber jetzt ist Halbzeit. Verdammter Pausenpfiff, der kommt wirklich zur falschen Zeit. Die sind im Moment richtig gut drauf, die würden gerne weiterspielen. 0:0 zur Pause, hoffen wir auf Tore in Durchgang 2. Everyone, please welcome our players to the field. Substitution in progress. Der Ball, der rollt wieder. Es ist bis dato ein ziemlich umkämpftes Spiel. Mal sehen, ob das jetzt anders wird. Freistoß River Plate. Gut gesehen, guter Laufweg. Fast zwei Drittel der Zeit sind vorüber und wir haben immer noch keinen Treffer gesehen. Ein Zweikampf, der den Namen auch verdient. Sie hatten die Überzahl. Solche Chancen kriegst du nicht oft. Du musst einfach mehr draus machen. An der Seitenlinie tut sich was. Sieht so aus, als gäbe es einen Wechsel. Substitutions taking place. Greenwood. Gut gelöst, die Situation. Oh, das kann ins Auge gehen. Eigentlich eine ganz gute Aktion von ihm, aber diesmal fehlte ihm das Durchsetzungsvermögen. River Plate mit einem weiteren Wechsel gleich. Da kommt er gerade so mit seinem großen Zeh noch ran. Beide Teams lauern auf Konter. Beide Teams müssen also vorsichtig sein. Da ist es Ball halten, Geduld bewahren und wenn es geht, dann natürlich die Chancen nutzen. Ein langer Abschlag vom Keeper. Wichtig, dass er da zur richtigen Zeit am richtigen Ort steht. Er hatte Ball und versucht, das Spiel sehr schnell zu machen. Freistoß River Plate. Substitution in progress. Cristiano Ronaldo. Und er schießt. Oh Mann, was war das denn? Cristiano Ronaldo.
Und beinahe hätten sie dafür die Quittung bekommen. Substitutions taking place. River Plate wechselt gleich noch einmal. Er hat alles rausgehauen. Er hat gekämpft, er hat gerackert. Jetzt kann er nicht mehr. Jetzt darf er vom Platz. Weg mit dem Ding. Bis hierhin war alles wischiwaschi. Jetzt wird es mal so richtig dramatisch. Bis jetzt war es ein aufregendes Spiel mit Torchancen auf beiden Seiten. Man darf gespannt sein, wer das entscheidende Tor schießt. Wir gehen also in die Verlängerung. Jetzt geht dieses Spiel endgültig an die Substanz, und zwar nervlich und körperlich. Substitution field. Number 18. Nach 90 Minuten also steht's unentschieden. Wir freuen uns auf die Verlängerung. Number 5. Entscheidung steht, Einwurf. Number 39. Number 11. Mason Greenwood. Coming on the field. Number 31, Number 27, Number 3. Nein, der kann den Mitspieler nicht erreichen. Number 2. Er ist auf und davon. Jesse Lingo. Wie groß ist er? Er trifft ihn. Da haben sie echt nochmal die... Der absolute Wahnsinn. Ja, und wie heißt es doch so schön? Das Beste kommt zum Schluss. Er reagiert hier genau richtig und macht sein Tor. Das ist ein richtig abgezockter Spieler. Der hat die Situation am schnellsten erkannt und dann hat er das Ding reingemacht. After 11 minutes in extra time is number 27. Sie gehen mit 1:0 in Führung. Das war enorm wichtig, dass er da gerade noch so rangekommen ist. Sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. Das waren die ersten 15 Minuten der Verlängerung. Beide Teams haben bislang alles gegeben. Die Frage ist, wer hat jetzt noch die Kraft in den verbleibenden 15 Minuten, um das Spiel für sich zu entscheiden? Alles ist gut, Sie haben noch nicht viel verpasst, liebe Zuschauer. Ein wirklich umkämpftes Spiel. Das geht komplett an die Physis. Was können die hier überhaupt noch raushauen? Freistoß River Plate. Und dafür sieht er gelb. Er kann halt lamentieren, wie er will, aber die Entscheidung des Schiedsrichters, die steht.
anbrennen lässt der hier nichts. Da ist die Chance. Das war knapp. Gut gemacht. Den hat er verzogen. Wirklich Pech gehabt in dieser Situation. Und gleich wieder stibitzt die Kugel. Hier geht es nur noch darum, diese letzten Sekunden genauso sicher runterzuspielen. Gutes Auge, guter Pass. Und da ist Cristiano Ronaldo. Und das war's. Sie haben alles versucht, das Ding doch noch auszugleichen. Um ein Haar wäre ihr Einsatz belohnt worden, aber guter Wille allein gewinnt kein Spiel. So ist es halt. Der einzige wirkliche Abwehrfehler wurde gnadenlos bestraft. Aber so ist das nun mal im Fußball. Wie siehst du die Partie, Hansi? Naja, da passiert einfach zu wenig vorne und das weiß der Trainer auch. Sie haben dieses Spiel verloren, weil sie es nicht geschafft haben, wirklich mal Dominanz im gegnerischen 16-Meter-Raum auszuüben. Die Fans gehen schon nach Hause, wir gleich auch. Aber bevor es soweit ist, noch ein recht herzliches Dankeschön an Hansi Küpper. Ich danke dir, Marco.